Tricky Spots gibt. Also ich lasse euch mal noch so 20 Sekunden und dann machen wir da Ende im Gelände. So, Trick Esports, nehmt ihr erstmal den Abatur raus. Aber ich habe gerade schon im Chat gelesen, ja, aber Hasum spielt doch Vikings. Insofern ist tatsächlich vielleicht Abatur kein ausreichend guter Schutz gegen die Globals. Wenn sie jetzt allerdings die Haka First picken, dann würde ich sagen, sind Trick Esports ganz gut aufgestellt. Denn der ist ganz gut gegen die Vikings. Der frisst die nämlich gerne zum Frühstück. Aber so würde ich tatsächlich sagen, ja, Team Liquid spielen jetzt einen Viking drauf und gewinnen, oder? Ist halt die Frage, ob sie das in der ersten Rotation einloggen müssten, weil ich glaube nicht, dass Strict Esports Abatur durchlassen, nicht Abatur, dass sie Vikings durchgehen lassen würden. Es gibt aber den Illidan Anubarak für Team Liquid und damit sahen sie eigentlich in letzter Zeit unbesiegbar aus, sowohl mit dem Illidan als auch mit dem Anubarak. Da sind eigentlich zwei Picks, die man nicht abgeben will, aber Strict Esports, die glauben an den Genji, den spielt erfahrungsgemäß Macke. Und der sah für mich auf jeden Fall ziemlich gut aus. Ich habe das Gefühl, dass das besser ist für ihr Team, wenn sie eher aggressiv spielen, nicht mit Doppelsupport, sondern mit zum Beispiel eben Genji und dann Remmerballer und Alex Approji auf zwei Bruiser-Tanks. Also zum Beispiel jetzt hier DHK, Arthur, sowas in der Richtung, würde auch gut passen. Ist beides ganz gut gegen den Illidan. Es gibt auf jeden Fall schon mal den Arthur. Ja, bin ich zufrieden. Also wenn Trick Esports, glaube ich, ihre eigenen Stärken erkennen und konsequent auf die hinarbeiten, dann glaube ich, kann sie jedes Team in der HGC schlagen, aber sie haben so ein bisschen Probleme mit dieser Findungsphase, die dauert jetzt schon ziemlich lange. 4 zu 2 wäre natürlich beim Best of 7 ein legitimes Ergebnis, also hätte man zum Beispiel beim Mid-Season Brawl eben tippen können, aber natürlich ist es einfach nur ein Beispiel und bei Best of 5 sollte hier wahrscheinlich eher 3 zu 1 getippt werden. Ah, TLS hat gerade noch schnell einen Tipp abgeschlossen, dann sind jetzt aber auch wirklich die letzten noch mit durch, denke ich, wa? Machen wir jetzt mal zu, damit keiner mehr hier betrügen kann aufgrund des Drafts. Dann fokussieren wir uns voll auf das Match. Also wir haben es gesehen. Die meisten gehen davon aus, dass Team Liquid gewinnt. Aber Team Liquid muss natürlich trotzdem gut draften und das lässt sich auch gut runterspielen. Aber nochmal, was das angeht, die Sache mit dem Coach. Sie haben, glaube ich, von No Tomorrow ist das. Also jedenfalls, ich kann nochmal einfach erzählen, wie das... Ah, tatsächlich gibt es den Viking-Band. Ich kann nochmal sagen, wie das bei dem Town Hall Heroes aufgegriffen wurde. Und zwar sagten dann erstens Quarklix und Bakery, dass die ziemlich gut sind, seit sie den Coach dabei haben, dass das anscheinend einen großen Einfluss hat. Soja hatte überraschend wenig Ahnung. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass die sich kennen natürlich, weil das ist halt ein amerikanischer Spieler aus so Amateurteams letztlich, sozusagen aus der zweiten Garde der amerikanischen Teams, den da Team Liquid sich als Coach geholt haben. Aber ich glaube, beim Winners-Interview letzte Woche haben sie das, wer war das nochmal? War das Nurok, der das Winners-Interview gab? Ich glaube Darkmog wahrscheinlich. Sie haben auf jeden Fall gesagt, dass das sehr gut funktioniert. Hasu hat es jetzt gerade nochmal in dem Vorinterview erwähnt, dass sie ein bisschen an der Kommunikation gearbeitet haben, dass sie blöde Fehler machen, die sie jetzt nicht mehr so sehr zulassen und dass sie auch besser im Drafting geworden sind. Und da hilft ihnen offensichtlich der Coach sehr. Und tatsächlich muss man sagen, das war zuletzt so ein bisschen ein Problem, überraschend, weil eigentlich Sven da immer mit die besten Drafts in der HGC hatte, auch zum Beispiel Dignitas immer damit überraschen konnte. Aber jetzt zuletzt hatte man schon das Gefühl, dass zum Beispiel ein Team wie Fnatic immer eher die besseren Drafts hatte und ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass sie jetzt mit dem neuen Coach da einfach einen dicken Boost haben und Vollzeit jemand dabei zu haben, der einfach mit in die Kommunikation reinhört und sagt, ey, du drückst dich da unklar aus, das hat jetzt hier dein Melee-Assassin gar nicht verstanden oder sowas in der Richtung, das ist wahnsinnig wertvoll. Ja, aber einen NA-Coach aus der zweiten Liga zu holen, ist schon ein bisschen skurril. Ja, das stimmt natürlich ein Stück weit, aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass die Leute den richtigen Ansatz haben, ne? Und dass man das Gefühl hat, ja, ja, damit kann ich arbeiten und wenn der einfach selber mechanisch nicht so gut ist, das spielt ja überhaupt keine Rolle, ne? Wenn der zum Beispiel sehr, sehr gut kommunizieren kann selber und dann einfach sagen kann, ah, du musst dich ein bisschen präziser ausdrücken, Nurok, dann kann das wahnsinnig viel helfen und wir haben es auf jeden Fall ja gesehen bei Team Liquid, dass sie jetzt auf jeden Fall schon viel stärker aufgetreten sind. Na gut, wir sehen Greymane Rega, keine Doppel-Support-Compositions, was ist hier denn los? Ah, Doppel-Support-Composition, okay. Da bin ich gespannt, ob das vielleicht sogar Bloodlust wird, denn mit dem Illidan, mit dem Tasser dahinter dem Illidan brauchen sie natürlich nicht zwingend das Ancestral, aber klar, Illidan mit Ancestral und den Tasser da stehen, das ist schon ziemlich mächtig. Ja, wir können mal schnell voten. Was sagt ihr? TLS, würdest du das übernehmen eigentlich oder bist du nur so hyped da?
Ja, völlig richtig. Im Fußball ist es natürlich auch total verbreitet. Klar, dass die Leute zwar Erfahrung haben, ne, das Spiel schon gut genug spielen, damit sie verstehen können, was gut ist und so weiter. Aber sie können natürlich im Zweifel einfach auch andere Skills besonders weit vorne haben. Okay, wir können abstimmen. Wer hat den besten Draft? Gefällt euch die Stitches Composition mit dem Arthas? Insgesamt sehr viel Slow, sehr viel Damage auch von den Tanks. Oder gefällt euch die Liquid Composition mit Greyman, Illidan und Doppelsupport besser? Ja, sieht auch ziemlich deutlich aus, aber immerhin nicht mehr ganz so deutlich. Also wir geben jetzt mit dem Draft Trick Esports dann doch eher eine Chance. Ja, der Uta ist natürlich auch der beste Support. Ich habe das Gefühl, Arthas Stitches ist auch tankmäßig ziemlich gut. Und das viele CC, was auf der anderen Seite der Anubarak reinbringt, ist natürlich gegen den Uta gar nicht so ein großer Vorteil. Aber der Uta ist im Cocoon und in der Zwischenzeit holt er Illidan einen Kill. Außerdem Global mit The Hunt, was ja meistens gespielt wird these days. Da würde ich jetzt erstmal sagen, ich persönlich glaube, es ist eine gute Idee von Trick Esports so daran zu gehen. Im Teamfight wahrscheinlich einfach nur so, wenn beide Teams so entspannt voreinander stehen, haben sie, glaube ich, gute Chancen. Aber insgesamt würde ich auch sagen, Liquid werden sie da einfach so ein bisschen vorführen können mit dem Illidan, der auf den Lanes zu viel rausholen kann. Aber, also ich würde sagen, minimaler Vorteil für Liquid im Draft. Da hat Trick Esports auf jeden Fall die Chance. Wenn sie jetzt gut trainiert haben, wenn sie gut drauf sind, da kann was gehen, keine Frage. Ich bin eh gekauft. Ja, es ist weiterhin so, dass mir die Team Liquid Jungs am Herzen liegen. Aber da sie mich natürlich jetzt nicht genommen haben als neuen Coach, ist natürlich auch viel ne, Hass im Spiel und insofern würde ich natürlich Trick Esports voll gönnen. Ne, wisst ihr Bescheid. Ich danke noch schnell 30 für den Resub. Herzlichen Dank und Nosel hat schon wieder gemissklickt. Nie Glück. Vielen Dank für deinen Resub. Und wir gehen rein in die erste Map. Also ist natürlich Quatsch, ne? Ich drücke den Team Liquid Jungs die Daumen. Die waren interessanterweise auch öfter jetzt in letzter Zeit auf meinem Stream. Wunderte mich ein bisschen, aber ist natürlich schön zu sehen. Splendor sehen wir auf dem Rega, der Bulgare im Team und dann die vier deutschen Vertreter. Blumbi auf dem Anubra, Kasop mit dem Tassa da. Und Darkmog, der darf seinen Illidan spielen. Das ist jetzt kein richtiger Schocker. Dazu Nurok auf dem Grey Main. Nomi wie immer voller Hass, indeed. Auf der anderen Seite haben wir Trick Esports, sehr viel bunteres Line-Up. Wir sehen den Schweden Gnappe auf Uther. Remmerballer ist aus Holland, der spielt den Stitches. Crosby ist der erste Däne, der spielt den Gul'dan. Der zweite Däne ist Alex Approji, der spielt Arthas. Und dann haben wir Macke auf dem Genji, der dürfte auch ein Schwede sein, wenn ich mich nicht täusche. Und los geht's. Auf der unteren Lane Gul'dan Stitches gegen Illidan Rega. Interessante Composition. Dazu kommt aber noch der Uta. Und das ist eine Chance tatsächlich hier für Remmerballer Hook. Into Stun hätte hier möglicherweise schon Stress bedeutet für Team Liquid. Aber das war natürlich ein einfacher Dodge. Da hätte aus meiner Sicht vielleicht der Hook-Versuch aus dem Busch kommen können, um da eine realistische Chance zu haben, den Gegner zu überraschen. In der Mitte sehen wir Genji im Kampf mit dem Tassa da. Und da ist natürlich der Tassa da wie blöd am Questen. Da gibt es tatsächlich den Hook. Darkmog lässt sich da erstmal erwischen, verliert 50% HP. Das ist schon mal ein ganz guter Start. Von der Seite kommt der Genji mit dazu und Darkmog braucht die Schilde vom Hasuops. Also erstmal Stress schon mal ausgelöst, sagen wir mal. Trick Esports übernehmen ein bisschen die Kontrolle über die Map. Aber natürlich haben wir bis jetzt einfach nur den Part der Map gesehen, der gut für sie läuft. Auf der Toplane läuft es nicht so gut. Da ist nämlich auch Team Liquid mit zwei Mann unterwegs und die haben hier beide Tower schon um ihre Munition erleichtert und den ersten Turm unter Druck gesetzt. Der ist noch nicht ganz down, aber der wird sicherlich gleich fallen. Es sei denn, Nurok fällt früher, aber schöner Stun von Blumbi. Der sollte eigentlich hier den Rückweg ermöglichen. Boah, tatsächlich gibt es den Kill für Macke. Ja, da kann ich mich nur wiederholen. Also der ist halt neu ins Team gekommen für Remmerballer. Und Remmerballer gilt quasi seit der Alpha in Heroes of the Storm als mechanisch einer der besten Spieler überhaupt. Und den zu ersetzen ist natürlich kein leichtes Los für Macke. Haben auch von Anfang an alle Teams gesagt, ja, naja, aber könnte jetzt schon so, ne, Team-Spirit-mäßig da gut reinpassen. Aber Macke zu ersetzen ist wahrscheinlich so einfach skillmäßig für Macke nicht drin. Und da muss ich echt sagen, Macke spielt gefühlt alle verschiedenen Rollen. Spielt jetzt die Auriel zwischendurch, den Rega zwischendurch. Also wenn sie Doppelsupport spielen, muss er das ausfüllen. Aber er spielt auch die Melee- und Range-Assassin sehr, sehr gut. Also mein Eindruck ist, er ist da sehr
bunt besetzt erstens und zweitens auch ziemlich gut. Und gerade sein Genji, den finde ich wirklich mit einer der besten der HGC Europa. Und das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Insofern, ja, schönes First Blood für Trick Esports, kann man nicht sagen. Aber das hier sieht nicht so gut aus, Crosby. Was ist da passiert? Verliert gegen das Siege Camp. Das kenne ich natürlich. Ich persönlich hätte dann reingefeedet, wäre einfach am Siege Camp gestorben und hätte mein Team geblamed, weil dass der Gul'dan da alleine hängen gelassen wird, ist natürlich schon ein bisschen gemein. Sorry, habe ich mich versprochen. Okay, Eternal zu ersetzen ist nicht ganz so einfach für Macke. Aber also Macke ersetzen, das kann Macke wirklich so gut wie gar nicht schaffen, denke ich. Hasops muss kurz interrupted werden. Macke kümmert sich darum, kein Problem für ihn, zieht sich zurück. Von der Seite sehen wir Remmerborder, der ist aber schon unter Druck. Der ist im Kampf mit dem Greyman. Schöner Hook jetzt aber. Und wir sehen tatsächlich Team Liquid. Die werden hier auf jeden Fall nicht einfach durchgewunken. Trick Esports, die wehren sich erstmal von Anfang an. Ich denke, der Tasser da ist auf jeden Fall ein bisschen problematisch. Der ist sehr unangenehm für Trick Esports. Gerade die beiden Tanks werden natürlich immer ordentlich Kelle kriegen vom Laser von Hasops. Dazu Blumbi ist wieder Full Mana, Full HP in Position. Guckt sich das nochmal an. Und auf der anderen Seite, Macke darf sie natürlich nicht erwischen lassen. Aber wichtiger, vielleicht ist noch Crosby. Oh, da gibt es den Kill tatsächlich. Beidseitig allerdings. Also, das ist natürlich dann nicht weiter relevant, letztlich XP-technisch. Aber dadurch, dass das Bruder Camp da oben noch am Pushen ist, das Siege Camp natürlich, wird da sicherlich ein bisschen XP-Vorteil entstehen für Team Liquid. Also, letztlich gut gemacht von Darkhawk, auch wenn er da als erstes down ging. Denn damit werden sie natürlich ihren Vorteil so ein bisschen vergrößern können. Und Alexa Proji muss natürlich jetzt auch wieder hochgehen, um da oben das Siege Camp unter Kontrolle zu bekommen. Und das bedeutet letztlich, dass sie hier den Tribut aufgeben werden. Denn in der Mitte macht sich jetzt der Genji schon mit der Creep Wave zu schaffen. Und Illidan könnte natürlich hier unten auftauchen. Insofern müssen sie weg und den Tribut abgeben. Darkmog in Wirklichkeit ist aber einfach zum Bruiser Camp gegangen. Gute Entscheidung von ihm. Der wusste, dass sein Team da wahrscheinlich jetzt einfach durchkommen würde. Alexa Proji auf der Top-Lane angekommen. Siege Camp abgeräumt. Aber immerhin der erste Tribut gesichert für Team Liquid. Sieht natürlich erstmal alles ganz gut aus für sie. Und auf der anderen Seite, Crosby schafft dann doch noch den Kampf gegen das Siege Camp. Wir stellen fest, es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, dass sie das nicht geholt haben, denn natürlich ist auf der unteren Lane, wäre jetzt gar nicht so viel möglich gewesen, weil da ja auch das Siege Camp am Pushen war. Hook geht raus gegen Blumbi allerdings. Darkmog bringt insofern Macke wahrscheinlich sowieso um. Ja, sehr schön gemacht. Hammerballer verhindert letztlich, dass Blumbi da großartig helfen kann. Und wieder kriegen sie einen einfachen Kill über Mackes Genji. Also ich meine, natürlich hat er sein Team auch schön drauf hingearbeitet, aber ich muss sagen, immer wieder hat man das Gefühl, Macke in positiven Situationen zu sehen. Und das ist ja so ein bisschen diese Geschichte, die wir von Hasops erwähnt gehört hatten, dass man zwischendurch das Gefühl hat, dass das noch nicht so super kommuniziert oder noch nicht so gut funktioniert bei Trick Esports, was die Teamkommunikation angeht. Und gerade Macke scheint da halt noch nicht perfekt eingespielt zu sein. Da hat man jetzt erstmal die ersten paar Minuten in der ersten Map heute nicht das Gefühl, Tassa da wird auch noch rausgenommen. Was da los bei Team Liquid? 1:4 Kills jetzt schon. Und Remmerborder, der wird hier noch ein bisschen rumwerfen. Jawohl, schöner Hook. Stun-Follow-Up ist nicht da. Das hätte vielleicht sogar den Kill geben können, aber natürlich war wahnsinnig wertvoll. Dennoch, dass hier drei Leute unten gehalten werden, während da oben der Tassa da rausgenommen wurde. Das bedeutet ein einfacher Tribut für Trick Esports. Und auch wenn Team Liquid dazwischendurch das Spiel insgesamt schön kontrolliert haben und mit dem Siege Camp viel Value gekriegt haben, muss man jetzt sagen, Trick Esports wirken hier im Early Game erstmal stärker. Und dann darf man gespannt sein, wie das jetzt weiter ist, denn wie gesagt, der Uther, der kriegt dann gleich das Problem, dass er wahrscheinlich meistens den Cocoon abkriegt vom Anubarak. Und dann hat er zwei Optionen, natürlich immer vorher das Divine Sheet schon auf irgendjemand drauf zu werfen und zu hoffen, dass das entsprechende Target dann was damit machen kann, oder ja, lässt sich da schnell rausholen. Alexa Proji und der Stitches, also beide, Remmerballer und Stitches, Remmerballer und Alexa Proji können ihn relativ schnell da rausholen mit dem ganzen Gift und Aura-Schaden, wird der Cocoon relativ schnell aufgemacht und beide überleben natürlich für sich alleine auch erstmal relativ lange. Der Genji sollte agil genug sein, um im Zweifel erstmal disengagen zu können, aber wenn sich natürlich Macke zu aggressiv zeigt, dann wird er einfach mit der Hand weggedroschen werden, denke ich mal. Aber tendenziell würde ich annehmen, dass das erstmal auf die Tanks gehen wird, denn wir haben Cursed Bullet natürlich auf dem Greyman. Und damit eigentlich gutes Potenzial für Team Liquid, einen der Tanks instant zu killen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach vom Positioning her für Alexa Proji und Remmerballer und auch für Gnappe, der natürlich in Reichweite stehen möchte für ein etwaiges Divine Shield. Aber
natürlich auch außer Reichweite von Blumbys Cocoon sein muss. Schöner Hook auf Haselhoffs, der allerdings kann natürlich easy rausgehen. Jetzt geht's drauf auf die Backline. Crosby soll da rausgenommen werden. Der wird aber erstmal den 4 rausbringen. Illidan braucht sofort. Das ist aber super. Splendor geht da längst down. Schönes Divine Shield. Und Blumby wird noch ein bisschen verfolgt. Der bleibt aber am Leben. Und jetzt geht's drauf auf Darkhawk. Der muss auch rausspringen. Und der Fight wird einfach gewonnen tatsächlich für Tricked Esports. Und auf der anderen Seite wüsste ich jetzt nicht, was Team Liquid großartig falsch gemacht hätten. Der zweite Tribut wird gesichert für Tricked Esports. Das Siege Camp pusht da oben noch. Und auf der anderen Seite wird jetzt der Boss angedrückt. Und das ist natürlich schon relativ auffällig. Insofern könnten jetzt Team Liquid sagen, okay, wir contesten da oben den Boss. Die bessere Alternative ist aber wahrscheinlich, den eigenen Boss zu machen. Jawohl, wir sehen auch, Nuro geht direkt drauf. Und das sieht natürlich jetzt erstmal ein bisschen bekloppt aus. Der Greyman da alleine wird aber natürlich dann direkt unterstützt von seinen Teammates. Und es ist tatsächlich der entscheidende Unterschied, dass er jetzt da schon mal 10% Damage draufgehauen hat, weil wir sehen, Remmerbrother, der läuft jetzt direkt los mit dem Stitches und guckt schon mal, ob er vielleicht unten noch was machen kann. Und wir stellen fest, nein, Team Liquid sind deutlich schneller, was das Killen des Bosses angeht. Und damit sind sie letztlich gleich schnell fertig. Macke hat aber das Camp noch nicht geholt. Das gefällt mir ganz gut tatsächlich. Denn das bringt natürlich Team Liquid dazu, Zeit zu verschwenden, über die Map zu laufen, hier oben mit dazu zu gehen. Macke macht jetzt den Boss klar. Blumby ist über die ganze Map gelaufen und hat nichts erreicht in der Zeit. Und in der Zwischenzeit haben sich Tricked Esports hier ganz schön um die Creep Wave in der Mitte gekümmert. Und für sie ist natürlich jetzt der Plan Boss plus Curse mit dem nächsten Tribut auf der unteren Hälfte. Oh, da gibt es das Engagement. Clancer allerdings direkt gezogen. Crosby Data leider den 4 verschwendet. Da wusste sie vielleicht nicht, dass Blender in der Nähe war. Kann ich mir sonst kaum anders erklären. Weil Horrify da zu verschwenden ist natürlich ein großer Verlust. Ja, und Boss plus Curse, das ist richtig krass. Wenn sie das kriegen würden, das gäbe wahrscheinlich das Keep of the Top in Darkmog. Boah, kriegt er erstmal ordentlich Schaden, aber Remmerballer hat jetzt auch Probleme. Cocoon ist gezogen, aber ich glaube, er kommt da rechtzeitig raus. Die Rhein steht direkt da für den Stitches. Macke macht jetzt das Counter-Engagement, nimmt tatsächlich den Greyman raus. Gleichzeitig gibt es den Hook gegen den Illidan. Auch der wird fallen. Der Fight wird gewonnen von Tricked Esports. Und das bedeutet, die machen jetzt Boss plus Curse. Die Frage ist nur, ob sie vorher noch 2 Kills machen. Splendor wird verfolgt. Schöne Frostfall allerdings von Hasops. Da kriegen sie jetzt nichts mehr. Und jetzt gibt es den Curse. Und auf der Top, denn da müssen wir jetzt hingucken, wie viele Leben hat der Boss noch. Wie lange können sie da mitgehen? Können sie mit dem Boss aufs Keep gehen? Ah, das ist vielleicht nicht mehr genug. Ich könnte mir vorstellen, genau, dass sie es lassen, dass sie lieber einfach nur das Vor in der Mitte mitnehmen, weil Hasops, der hat jetzt hier alle Hände mit der, damit voll, dass sich um den Boss zu kümmern. Wir sehen, das ganze Team von Team Liquid muss da auf die Toplane gehen, um den Boss zu verteidigen, weil der sonst alleine das Keep rausnehmen würde, weil natürlich hier nichts Schaden macht, außer jetzt den beiden Supportern und dem Tank. Das ist natürlich äußerst unglücklich für Team Liquid und die Konsequenz ist, Tricked Esports, die machen hier richtig Boden gut, nehmen das Vor noch mit raus in der Mitte. Auf der unteren Lane hat Elixir Pro die 2 Waves geskippt, hat also da die Creep Wave schon gekillt, was sehr wertvoll ist, weil dann die eigenen Creeps natürlich da unten noch mehr Druck aufbauen. Und außerdem haben sie natürlich die ganze XP gesichert, die sonst verloren gehen kann. Das heißt, das zweite Vor werden sie auch noch rausnehmen können. Also schön aggressiv rotiert von Tricked Esports. Vielleicht wäre noch ein ganz kleines bisschen mehr drin gewesen, wenn sie die Creep Wave auf der Top Lane auch noch irgendwie kurz hätten einsammeln können. Aber gut, wir wollen da nicht zu gierig werden, denn sie werden natürlich jetzt deutlich früher Level 16, wenn sie hier nicht blöd erwischen lassen. Und von Team Liquid sicherlich auch richtiger Call. Das Keep ist noch nicht, das Vor ist noch nicht tot, also wird jetzt schon mal engaged. Auf der anderen Seite steht aber die Creep Wave noch lang genug, denke ich, bis das Fort tatsächlich tot ist. Und Blumby, der hat schon viel Poke Damage gefressen und damit wird der Call abgebrochen. Team Liquid stellen fest, ne, das können wir nicht machen. Den Fight können wir nicht gewinnen. Und die müssen sich jetzt echt was überlegen, wie sie die Fights hier gewinnen können. Denn das sah jetzt mehrfach zu einfach aus für Tricked Esports, am Leben zu bleiben. Und das, obwohl wir kein Damp Magic auf dem Stitches haben. Der blieb da in der Situation wirklich relativ einfach am Leben. Und obwohl Horrify gewastet worden war. Aber man muss sagen, Team Liquids Burst Damage und Initiation Potenzial. Boah, das war ein bisschen schrecker konstruiert. War also, naja, Team Liquid können ab Level 16 deutlich besser fighten. Insbesondere, weil der Anubarak mit Epicenter plötzlich nicht nur ein oder zwei Leute trifft, sondern wahrscheinlich immer 4 oder 5, weil einfach der Stun von der Breite her so viel gefährlicher, so viel größer wird. Dazu natürlich Execution auf dem Greyman sorgt dann noch für deutlich mehr Burst Damage und möglicherweise das Earthgrafs Totem, das dem Stitches zum Beispiel in der Situation gerade dann verbieten würde, einfach aus der Situation rauszukommen. Also da hat Team Liquid schon viel Potenzial im späteren Verlauf besser die Kills zu kriegen und sobald sie einen kriegen, dann fällt natürlich das Kartenhaus zusammen bei Tricked Esports. Aber man muss sagen, sie haben das bis jetzt sehr gut gemacht und das Late Game von Tricked Esports ist auf jeden Fall auch alles andere als schlecht. Ja, der Stitches insbesondere mit Pulverize macht natürlich dann auf Level 16 nochmal viel mehr Spaß. Man könnte tatsächlich hier auch sogar überlegen, ob man darauf verzichtet. Wenn man sich hauptsächlich Sorgen machte über den Stitches, ob der vielleicht einfach umgeboxt werden kann, dann könnte der natürlich Stone Skin mitnehmen auf Level 16. Das wäre aus meiner Sicht hier tatsächlich eine ganz gute Entscheidung.
Denn sie scheinen ja die Fights ansonsten im Griff zu haben. Und ich wüsste nicht, dass der Genji oder der Gul'dan einfacher sterben würden. Über den Arthas könnte man noch streiten. Der hat immerhin Block und Iceborne Fortitude. Der sollte also auch klarkommen. Zumal ja das Engagement von Team Liquid immer mit einer Ankündigung einhergeht. Der Illidan schreit über die ganze Map, dass er kommt. Und dann ist es einfach natürlich für den Arthas rechtzeitig Gule und Iceborne Fortitude anzuwerfen. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Aber ja, ich habe es gerade auch im Chat gelesen. Team Liquid haben sehr gute Arbeit gemacht, trotz des großen Rückstands eigentlich. Also sie haben sowohl sehr viele Leben verloren, also 7:1 Kills ist natürlich schon relativ heftig, und den Curse gegen sich gehabt. Und dafür ist es natürlich aller Ehren wert, dass sie nur ein halbes Level hinten sind. Da muss man sagen, das liegt natürlich so ein bisschen daran, dass am Anfang Darkmog mit dem Siege Camp Open Value also einen Vorteil herausholen konnte. Und dass er mit der Hand natürlich immer noch mal eine Creepwave extra soapen kann. Und wie gesagt, ich habe es gerade beim Curse angesprochen, Tricked Esports hätten natürlich von ein paar der Lanes noch ein bisschen mehr XP bekommen können. Und jetzt so, das ist ein interessanter Call. Team Liquid kurz vor Level 16, beginnen jetzt hier mit dem Boss. Und Tricked Esports, die haben es nicht gerafft tatsächlich. Die haben sich da nicht rechtzeitig hin positioniert und sind jetzt ein bisschen zu spät. Und Team Liquid, die haben natürlich den Vorteil, dass auf der anderen Seite vorher gewartet wurde. Also Tricked Esports haben ja den Boss später geholt. Deswegen respawnt der Boss jetzt später. Und das gibt jetzt plötzlich Team Liquid ganz viel Zeit auf der Map. Und das bedeutet letztlich, dass sie den Boss for free machen können und dann sogar auf die Keepwall schon pushen können. Und das wird natürlich jetzt ganz schön knifflig für Tricked Esports, das zu verteidigen. Allerdings muss man andererseits sagen, okay, auf der Toplane wird natürlich der Boss hier auch hart durchpushen, aber Team Liquid, alter Schwede, haben die Situation gut gelesen, machen sofort das Keep kaputt, und jetzt plötzlich ist die Situation fast schon aussichtslos für Tricked Esports, denn wir wissen, Illidan am Core ist ganz, ganz schwer in den Griff zu kriegen. Oh, guter Damage allerdings, der da rausgeholt wird von Rammerballer mit dem Pulverize, der Hook geht raus gegen Blumby, aber der nutzt sein E, um rauszukommen. Und das bringt jetzt hier Team Liquid mindestens wieder even ins Spiel, denn der Boss, der reicht tatsächlich nicht für das Keep. Oh, da hätte Team Liquid aus meiner Sicht auch komplett durchdrücken können. Also ich glaube, sie hätten das Keep natürlich sowieso gekriegt, aber ich glaube, sie hätten sogar Druck versuchen können, auf den Core auszuüben. Aber sie scheinen das Gefühl zu haben, sie brauchen Level 20, um hier realistische Chancen im Fight zu haben. Sie nehmen natürlich ein kleines bisschen Vorteil mit aus der Situation. Vielleicht dachten sie, dass sie das Keep bekommen würden. Aber eigentlich war die Rotation so viel besser, dass sie vielleicht hätten mehr machen können. Denn wenn sie da den Fight nehmen, kommt der Boss mindestens mit 50% durch das Keep durch und kann dann möglicherweise eben Druck machen auf den Core. Wenn sie den Fight dann gewinnen, dann können sie den Core rausnehmen. Aber das jetzt hier safe zu spielen, bedeutet natürlich, dass Team Liquid hier noch ein paar Chancen hat. Und ihrerseits, wenn sie jetzt mal einen Fight gewinnen, dann können sie wahrscheinlich direkt durchgehen auf den Core. Nächster Tribut spawnt jetzt erstmal. Ist eigentlich natürlich quasi irrelevant, aber wenn Tricked Esports hier den Fight verlieren und dann zusätzlich der Curse für Team Liquid losgetreten wird, dann kann es plötzlich vorbei sein. Für Tricked Esports insofern müssen die sich jetzt hier sehr gut positionieren, sehr vorsichtig sein. Aber diese Engstelle, die ist natürlich ganz schön gefährlich für Team Liquid. Insofern eigentlich verwunderlich, dass sie von da kommen. Jawohl, sie lassen es auch. Also Positioning könnte man sagen, nicht gut von Team Liquid. Würde ich jetzt erstmal so behaupten. Aber ich denke, dass der Call hier tatsächlich war, wir sind früher Level 20 und wir kriegen den nächsten Tribut, der uns dann den Curse gibt. Den kriegen wir ein bisschen früher. Insbesondere dann, wenn jetzt hier nochmal ein bisschen XP reingeholt werden kann vom Illidan auf der Top-Lane. Also ich denke, eigentlich gute Idee von Team Liquid, aber Tricked Esports reagieren sehr gut. Mit dem gestohlenen Bruiser Camp kriegen sie nochmal zusätzliche XP und zusätzlich holen sie auch noch hier die beiden Tower. Und damit sind sie dann wieder vorne, was die Erfahrung angeht, und haben natürlich den Weg freigemacht Richtung Keep. Und der nächste Prodigy, der möchte sogar noch mehr. Das kommt mir jetzt ein bisschen zu viel des Guten vor. Sie dürfen, glaube ich, nicht aufs Keep gehen, weil am Keep verlieren sie wahrscheinlich den Fight. Insofern sollten sie sich jetzt damit zufrieden geben, aus meiner Sicht. Die wollen natürlich verhindern, dass hier zu viel Vorteil entsteht. Oh, 4 geht raus, Clans gezogen und Blumby kann disengagen. Sie wollen, glaube ich, verhindern, dass der Indian zu viel Value kriegt mit seinem Hand. Aber ich glaube, wenn sie einfach oben auspushen, dann sind sie ein halbes Level vorne. Insofern Tricked Esports jetzt hier an der Stelle ein bisschen zu aggressiv gewesen. Und sie werden jetzt gepunished von Team Liquid. Ja, das ist schön gemacht. Auf der Top-Lane holt natürlich immer weiter Darkmog Vorteile raus. Und der Rest von Team Liquid, die halten hier einfach nur die Jungs von Tricked Esports beschäftigt. Und das bedeutet jetzt Tricked Esports, die sind plötzlich nicht in der Lage, rechtzeitig sich um das eigene Keep zu kümmern und den Tribut zu verteidigen. Heißt also, die haben sich jetzt selbst veräppelt, die sind jetzt selbst out of position, nur weil sie da ein bisschen zu gierig waren. Darkmog, der wird natürlich dann im Zweifel einfach mit dazukommen können. Mit der Hand, heißt also, der Genji, der jetzt da kurz hingehen wollte, Macke, der kann sich jetzt nicht darum kümmern, sonst wären sich hier 4 gegen 5. Heißt also, Genappe muss jetzt hier kurz den Curse sichern, aber Team Liquid verlieren natürlich dafür beinahe das zweite Keep, und das, das wäre natürlich wahnsinnig wertvoll, wenn sie jetzt dafür den Kill kriegen
Oh Mann, ganz ärgerlich. Da darf sich natürlich Hasops auf keinen Fall erwischen lassen. Darkmok, der nimmt jetzt hier zwei Keeps raus und kann vielleicht sogar auf Core gehen. Gibt natürlich auch ordentlich XP, aber auf der anderen Seite, Strict Esports haben natürlich den Curse jetzt und können ebenfalls einfach einen Keep rausnehmen. Ehrlichste Pro supportet zurück, weil der Illidan auf den Core geht. Heißt also, hier jetzt 4 gegen 4 Situation, aber ohne Tassa da können sie da nicht viel machen. Oh, war nicht so eine gute Entscheidung, glaube ich, von Elixir Pro. Sie hätten locker viel schneller auf den Core gehen können. Aber ohne Elixir Pro fehlt natürlich jetzt diese Überzahl, die sie hätten haben können. Und wir sehen es, der macht überhaupt nichts gegen den Illidan. Völlig hoffnungslos für Elixir Pro. Darkmok rennt immer wieder um den Core rum. Und